Moin, willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Ich habe heute für euch ja das, was ich im letzten Video schon angekündigt habe. Das hier. Kantenschutz. Und zwar für die Türen jeweils rechts, links, vorne, hinten und für die Außenspiegel. Ganz praktisch eigentlich. Auch nicht unbedingt irgendwas Neues. Kriegt man auch überall anders von anderen Herstellern. Welche weiß man meistens nicht. Also das hier ist original, original Renault in Italien gemacht. Es gibt auch andere, die kommen eben halt woanders her, vielleicht aber auch kommen sie alle aus Fernost. Ich kann es nicht sagen. Fakt ist auch, dass Dacia sicherlich woanders einkauft und dann sagt, das ist meins. Aber hier ist auch noch eine schöne Montageanleitung dabei für Spring, Duster und Jogger. Der Titel dieses Videos, ich glaube, ich werde den Titel benennen, ich sehe was, was du nicht siehst. Weil viele Dinge sehen viele nicht und viele Dinge wissen viele nicht. So, aber wir als Händler und nicht nur wir hier in Kaltenkirchen, sondern vielleicht auch unsere ganze Gruppe in Lübeck, Segeberg, Arnsburg, Norderstedt und so weiter und so fort, könnt ihr ja sehen. Wir werden ja bewertet von Kunden mittlerweile, auch standorttechnisch. Manchmal wird der Verkauf bewertet, manchmal wird die Werkstatt bewertet. Mit der Werkstatt ist es momentan ganz, ganz schwierig, weil Teile, solche Teile, sind schwer verfügbar. Und wenn Teile nicht rankommen, ist es die Schuld des Händlers vor Ort eigentlich nicht. Aber er kriegt's ab. Fair ist anders. Und naja, mit ich sehe was, was du nicht siehst, ist dieser Artikel ganz interessant. Und zwar in der Form, ich werde ihn in den Shop reintun. Ich werde auch den Preis im Shop reinschreiben. Und ich werde auch reinschreiben, bitte nicht kaufen. Weil der Preis, und ich rede sonst selten über Preise, heute tue ich das. Normalerweise rede ich nie über Preise, weil das Internet einfach nicht vergisst. Aber heute tue ich das. Der Preis für diesen Artikel sind aktuell 82 Euro. So, das kann jetzt jeder denken, bewerten, wie er möchte. Wenn ich diesen Artikel mit, ich halte es nochmal hin, mit dieser Teilenummer, google, dann werdet ihr teilweise Preislisten finden für 49 Euro. Das halte ich auch noch für zu hoch. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, ich sehe was, was du nicht siehst, nämlich das, dass ich, in diesem Fall ich, sonst vielleicht jemand anders, dem es auffällt, ich weiß es nicht, vielleicht passiert es auch, dass ein Verkäufer sagt, du hör mal zu, ich habe hier Kantenschutz für dein Auto und auch für die Außenspiegel, mache ich dir fertig, mit Montage, weil man alles sauber machen muss, reinfahren muss, nach halbe Stunde Arbeit, bummelig, wie auch immer, weiß ich nicht, so um die 120 Euro. Ups. Und spätestens bei der Auslieferung des Autos, wenn man sieht, was ich für dieses Geld bekommen habe, weiß man, dass es das eigentlich nicht wert ist. Das geht nicht. Das kann man einfach nicht machen. Auch wir wissen das. Aber wir müssen ja auch einen Einkaufspreis dafür bezahlen. Netto. Und ich kann euch sagen, dass es Netto-Einkaufspreis ist höher als 49 Euro brutto, die Preislisten, die man teilweise überall findet. Also schon mal nicht wenig. Das heißt, wir müssen sehr viel für etwas bezahlen, was es eigentlich nicht wert ist. So, kommen wir jetzt zu dem, was überhaupt keiner sieht. Das heißt, es setzt sich jemand hin, in diesem Fall ich, weil es ist mir aufgefallen, das geht so nicht. Also gibt es ein Formular, Preisanomalie nennt sich das. Und weil da hat irgendjemand in dieser ganzen Kette nicht aufgepasst. Das heißt, irgendwo wird es eingekauft, dann sagt jemand, okay, wir haben einen Einkaufspreis, da schlagen wir so und so viel drauf. Vielleicht ist da ein Komma verrutscht oder wie auch immer, dass es zu diesem Preis kommt. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, wenn es mir auffällt, dann muss ich sagen, dann kann man auch irgendetwas dagegen tun. Und das habe ich gemacht, habe dann gesagt, also ein gerechtfertigter Preis maximal 19,90 Euro, wenn das wirklich guter Kunststoff ist, und das ist er, macht zumindest den Eindruck, wenn guter UV-Schutz drauf ist, dass die nicht ausbleichen, gehe ich mal von aus, und dass der Kleber auch ordentlich ist. Und hier, mal zur Deutlichkeit, da ist ein Verfallsdatum drauf, das heißt, bis April sollte das verbaut werden. Naja, der Einkaufspreis haben wir halt bezahlt. Irgendwo wird dann Auto dann veredelt,
wenn man es drauf tut. Es ist so, wie es ist, das kriegt aber keiner mit. Ich will euch mal, ich weiß auch nicht, wer das jetzt bearbeitet bei Renault, weil ich habe es ja weggeschickt. Also irgendjemand tut es hoffentlich oder bei Dacia und ändert das in unserem Sinne. Wenn das nicht passiert, bleibt der Hinweis im Shop bestehen, bitte nicht kaufen. Ja, weil zu teuer. Gut. Kennt ihr das hier? Das ist ein Namenkappendeckel oder Radkappe. Dacia Duster für die Stahlfelge. Übrigens alle Dacia Duster seit 2010. Ich habe hier hinten, ich zeige euch auch gerne die Teilenummer wieder. Dann, das Internet ist ja für uns Händler vor Ort eigentlich gar nicht gut. Aber ich zeige hier mit Absicht mal die Teilenummer, damit ihr mal schauen könnt, was kostet eigentlich dieser Nabendeckel. Ist ja gerade wieder Winterzeit. Das heißt, man holt seine Reifen raus, seine Winterreifen. Gut, manche haben Ganzjahresreifen, brauchen das nicht mehr tun. Aber Winterreifen sind da, alles klar. Wo habe ich die Deckel hingelegt? Weiß ich nicht mehr, weg. Wie auch immer, sind weg. Brauche ich neue. So, am 25.10.2010, da habe ich hier das Datum nochmal extra raufgeschrieben. Da ist die Teilenummereröffnung gewesen für dieses Teil. Das heißt, hier im Haus ist er das erste Mal aufgetaucht. Ich weiß noch, ich habe ihn bestellt. Und da war dann ein Einkaufspreis dran. Lass mich jetzt nicht lügen, weil das ist schon ein paar Jahre her. Wir haben ja 22, 12 Jahre. War, glaube ich, irgendwas bei 17 Euro netto. Ich glaube, der Renault, der Original Renault, ist immer noch bei diesem Preis. Um den habe ich mich ja nicht gekümmert. Aber den hier, da habe ich dann geschrieben, Preisgefühl zu hoch. Preisanomalie, weil das haut nicht hin. Die denken alle, das ist eine Radkappe und zwar eine große 16 Zoll oder wie auch immer. Weil, ist ja auch passend für 16 Zoll. Haben die da reingeschrieben, ganz komisch. Könnt ihr auch googeln, dann findet ihr Verkaufsangebote mit dieser Teilenummer, weil das Internet ist für uns als Händler ja nicht gut. Und dann macht doch euch ruhig den Spaß und guckt bei uns, beziehungsweise bei mir, auf LZ Parts, was kostet er denn? Das wird lustig, weil jetzt rede ich nicht über den Preis, weil eigentlich ist es günstig. Ihr findet es aber auch woanders und dann könnt ihr auch gerne mal den Preis vergleichen. Und dann könnt ihr ja nochmal fragen, ist das teuer oder nicht? Okay, das sieht eben halt keiner. Es sieht keiner, übrigens deutschlandweit kostet er den Preis. Jeder Händler ist der gleiche, manche Händler haben einen etwas höheren Preis. Ja, weil sie mit den Margen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, gar nicht mehr klarkommen. Weil das Licht muss angehen, es muss geheizt werden, Leute müssen bezahlt werden. Momentan alles ein bisschen doof, will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Okay, also von daher einfach das Verständnis. Ich sehe was, was du nicht siehst. Passt eigentlich. Und das sieht keiner, dass wir uns dafür eingesetzt haben, dass dieser Artikel preiswert ist. Okay, haben wir aber. So, ich glaube, das reicht. Soll ich noch eine Ankündigung machen fürs nächste Video? Mach ich. Aber den Artikel findet ihr dann dementsprechend auch jetzt schon im Shop, weil jeder guckt dann ja nach dem günstigsten Preis. Hier ist es eben halt so, ja, ihr kriegt alles aus einer Hand. Alle tollen Sachen, die ich für euch rausgesucht habe, kriegt ihr alle aus einer Hand. Aktuell ist es eben halt so, dass viele Dinge auch nicht verfügbar sind. Die ziehen wohl irgendwie gerade mit dem Lager um oder sowas. Bisschen doof. Problematisch. Ist aber wie es ist. Hiervon habe ich genug. Guck mal, Teilenummer zeige ich euch auch. Macht nichts. Könnt ihr dann dementsprechend im Internet schauen. Wofür ist es? Es ist für Sandero 3. Das hier ist ein Dacia Duster. Sandero 3 ist es. Und das wird beim Scheibenwaschwasserbehälter oben im Übergang zur Spritzwand von der A-Säule im Motorraum, also Übergang Scheibenwischer zur Motorhaube, da sitzt das ja. Und da ist beim Dacia Duster sehr viel Luft zwischen. Und darum wird sich das nächste Video drehen. In diesem Sinne hoffe ich soweit erstmal, dass ich weiterhelfen konnte und sage auch wie immer, bis denn dann.